Also begrüße euch alle. Heute möchte ich präsentieren Phantom Madness Cup, Cup Madness Futterboot Phantom. Den habe ich ein bisschen umgebaut, nicht so wie original gebaut. Also ist ja von mir Fernsteuerung mit Autopilot von mir drin. Habe ich Griff eingebaut, also so ähnlich wie die modernen Boote haben. Easy Kupplung, also Schalter, schwarz-matt. Futterlücke haben wir ein bisschen anders gebaut. Ja, und dann ist das Jetzer-Antrieb, so wie es normal, Antenne, Reichweitung, Erweiterung. So, auf der Fernbedienung haben wir Licht hier, grün, lilen und hinter auch grün. So. Gibt es auch Tiefenmesser bei dem Echolot quasi. Auf dem Display zeigt dann auch bei mir erhältlich mit dem Autopilot. Also ich zeige, wie das funktioniert. Okay, also wir können linker Seite feste Gas, so, und jetzt mit Up und Down wir können einschalten unser Display, ja. So, jetzt zeigt die Tiefe an. Vielleicht da lege ich es hin. Okay. Ja, sehr deutlich. Das zeigt die Tiefe an. Funktioniert stabil. Das ist quasi unser Echolot. Was können wir mit dem machen? Also die Karpfen, Fischen. Da ist das Boot für da. Wir können ihre Grundkarte herstellen zum Fischen. So, jetzt sieht man ein bisschen besser. Jetzt fahre ein bisschen raus. Also zeigt auf Pflanzen. Jetzt haben wir eine senkrechte Skala gehabt. Das zeigt da an. Auf jeden Fall, jetzt lege ich da. Also das funktioniert wunderbar. Keine Störungen, 3 Meter Tiefe. Also richtig wie eure Echolot. Plus halt ist alles dabei. Ihr müsst ihr keine teure Sache kaufen, Kaffee, an der reicht es voll aus. Also brauchen sie keine extra. So, jetzt mache ich Gas raus. Jetzt schicke ich mit der Autopilot nach Hause. Jetzt fährt er mit der Autopilot holen. Und wie ihr seht, also der Boot fährt ziemlich schnell. Mit der Autopilot Redur, mit voller Pulle. Oder volle Pulle nicht, aber mit 50% fährt zu uns. Okay. Und zeigt er trotzdem die Tiefe. Mit so einer geschwindigen Reichweite ist unendlich, so wie ihr Boot Echolot funktioniert. Okay. Jetzt haben wir gesehen, dass der. Bis zum nächsten Mal, ciao.